Kuchen stand, brummt nur so. Und das ist fantastisch. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Oh, mein klitzekleiner Ofen. Ich kann nicht schnell genug backen, um alle zufriedenzustellen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber es ist trotzdem ein Problem. Meine Oma Erdbeere sagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ich weiß zwar nicht, wie man Öfen repariert, aber ich kenne da jemanden, der es kann. Was denkst du, Silly? Du fragst genau die Richtige. Ich baue dir einen Ofen, wie ihn noch keine Beere je zuvor gesehen hat. Nichts Verrücktes. Ein bisschen größer, vielleicht ein zweites Ofenrost. Ja, geht klar. Ofenrost. Verstanden. Okay, sag Bescheid, wenn du Hilfe... Und weg ist sie. Ich mache aus diesem Ofen ein Backwunder. Ihr werdet staunen. Silly, was hast du nur getan? Er ist unheimlich groß und grau. Ich weiß, er ist ein Prachtstück. 6 Herdplatten, 4 Ofenroste und... Ich habe ihn an die Energieröhren in deinem Wagen angeschlossen. Ja! Leistungsstark, energieeffizient. Dieser Ofen macht Schluss mit halben Sachen. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Mit 6 Herdplatten kann ich endlich die Regenbogencreme-Windbeutel in allen Farben machen, die ich schon immer ausprobieren wollte. Ja! Silly, dann wollen wir mal sehen, was dein Ofen drauf hat. Sie hat mir wirklich geholfen. Ich dachte zuerst, sie dreht völlig durch und es gibt eine Katastrophe. Aber ich hätte ihr einfach vertrauen sollen. Nö, halb so wild. Seht selbst. Silly? Vielleicht läuft der Ofen ein bisschen zu heiß, keine Ahnung. Wie meinst du das? Das ist doch toll! Vielleicht kann ich ihn runterschalten. Ein kleines bisschen. Oh oh. Oh oh? Was heißt oh oh? Was heißt oh oh? Lauf. Die Creme ist echt toll geworden. Na gut, ich werde ihn etwas umbauen. Kleiner? Okay, kleiner. Weniger explosiv. Oh, weniger explosiv. Und rosa. Rosa? Also ehrlich, jetzt komm schon. Okay, rosa. Darf ich vorstellen? Der erdbeerstarke Ofen. Also dieser Ofen, sagt Emily Erdbeer. Ich habe den Energieröhreneinlass so eingestellt, dass er nicht explodiert. Er hat aber trotzdem ganz schön Power, auch wenn er rosa ist. Rosa. Danke, Silly. Oh, klammes Ding, mit diesem alten Rührer bekomme ich den Teig nie verrührt. Rührer, ja? Sehe ich mir gern mal an. Blöder Rührer. Oh, was hast du Rührer gesagt? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich rühre das einfach auf die altmodische Art. Ja, und hier ist keine Erfindung mehr nötig. Keine. Auf keinen Fall. Es war wirklich nett von Tante Praline, mir ihren alten Foodtruck zu geben, damit ich in der Apfelgroßstadt durchstarten kann. Allerdings musste man etwas mehr Arbeit in den Truck stecken, als sie dachte. Okay, Schnurschön. Wir kriegen das hin. Wir müssen einfach nur... Oh, liebes Gummibärchen, was ist das? Hi, mein Name ist Emily Erdbeer und ich möchte... Ja, nein. Freundlich und fröhlich gibt es so früh am Morgen bei mir nicht. Entferne dieses Ding vom Gelände der Backstuben, bevor noch irgendeine Beere denkt, wir sind die neue Müllhalde. Oh, naja, eigentlich ist das hier mein Foodtruck. Ich meine, klar, ich muss noch daran arbeiten, aber ich bin sicher... Ich unterbreche dich lieber gleich. Das hier sind die Backstuben. Sie sind angesagt, sie sind hübsch. Und es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Dieser Schrotthaufen gehört hier nicht hin. Genauso wenig wie du. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich könnte dir damit eventuell helfen.
Mein Name ist Silly Citron. Ich liebe Schrott. Und das ist mal richtig guter Schrott. Ich brauche diesen Schrott noch. Ich meine natürlich diesen Truck. Das wird meine neue Bäckerei. Oh. Du willst uns also Konkurrenz machen? Eigentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich veräppel dich doch nur. Ich liebe Konkurrenz genauso wie Silly Schrott liebt. Ich bin Orangella Obstblüte. Emily Erdbeer. Schön, dich kennenzulernen, Emily. Lass mich raten. Gerade angekommen? Ja, ich bin seit gestern hier. Herzlich willkommen in der Apfelgroßstadt. Du wirst schnell feststellen, dass die meisten Beeren hier wirklich sehr nett sind. Ich habe gehört, wir haben eine brandneue Beere. Hi, ich bin Limone Chiffon. Solltest du irgendwelche Fragen zu egal was haben, komm zu mir. Ich bin quasi eine Expertin auf, naja, allen Gebieten. Du riechst einfach wunderbar. Ich glaube, wir zwei werden sehr gute Freunde. Wir haben alle einen Laden in den Apfelbackstuben. Mir gehört der Zitrusscheiben-Smoothie-Wagen. Die energetischsten Smoothies in der ganzen Stadt. Der wunderbaren Bonnie Blaubeer gehört der Dreamy Creamy Eiswagen. Die Sorte des Monats ist Regentropfen-Rosinenguss. Dieses Eis schmeckt ganz genauso, wie der Wald nach einem erfrischenden Gewitter riecht. Aber mit Rosinen. Das ist definitiv einzigartig, ja. Ich bin Limone Chiffon und ich arbeite am Zitronen-Limon-Zeitwagen. Solltest du jemals irgendeine... Geht es dir gut? Ja, entschuldigt, aber die Apfelgroßstadt ist doch etwas überwältigend. Und ihr seid alle so nett. Dabei war diese andere Beere heute Morgen so unfreundlich. Oh, du meinst Brotpudding. Ignorier ihn einfach, tun wir auch. Er hat meinen Truck als Schrotthaufen bezeichnet. Hm, er hat schon irgendwie recht. Oh, aber der Truck hat eine wirklich gute Energie. Naja, ein Foodtruck mit Backwaren dabei zu haben, könnte gut fürs Geschäft sein. Wenn ich ihn nicht auseinandernehmen darf, kann ich ihn stattdessen auch zusammenbauen. Wirklich? Ihr helft mir? Na hör mal, dafür sind Bärenfreunde doch da. Das ist der beste Tag meines Lebens. Willkommen in der Apfelbackstubenfamilie. Hallo nochmal, ich bin Emily Erdbeer. Und das ist mein Foodtruck, der außergewöhnlichste Erdbeerschlager. Ich bin zwar neu hier, aber ich bin mir sicher, dass ich hier absolut richtig bin. Schöne Farbe, süßer Name und lustiger Garten. Ich denke, das könnte funktionieren. Aber ich werde dich im Auge behalten, klar? Wow!